dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, Folge 17 der munteren Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Und es geht gleich los mit der Nummer 85. Hashtag Objektivität. Georg Lukács, ein Marxist, ungarischer Marxist, aus seinem Buch über den jungen Hegel, zweiten Band. Die Unruhe wird Ordnung, eben dadurch, dass sie Gegenstand Ding wird. Der psychologische Aspekt der Gegenstandsbildung, Verdinglichung, ist der Ordnung, mit der Ordnung der Sicherheit. Rationalität nochmal in Erinnerung gerufen. Der Glaube an eine durchgängige Rationalität der Welt ist einer der Hauptzwecke der Objektivitätsvorstellung, der Vorstellung einer allgemeinen Gültigkeit, die qua Erkenntnis zustande kommt und frei ist von irgendwelchen subjektiven Interessen, wertneutral. Und schon sind wir bei der nächsten Nummer 90, noch einmal Kollege Lukács. Unbedingt nämlich ist das, was gar nicht zum Ding gemacht werden kann, den wollte ich eigentlich draußen lassen, weil ich mich nicht mit der Unbedingtheit anlegen wollte, aber jetzt fällt mir gerade auf, dass dieses Unbedingtsein ja auch in Bezug auf die Bedingtheit, das heißt die Relation, die Notwendigkeit einer Relation auf die Sinne, da quasi der Counterpart ist. Und so lässt sich dieses Unbedingtsein eben auch als Absolutheit verstehen, die jetzt, was wäre dann das, was gar nicht zum Ding gemacht werden kann? Ja, doch. Doch, das ist, der hat eigentlich hier nichts verloren. Vielleicht ist das jetzt ein Missverständnis mit dem Vorsortierer, dass der dann doch hier gelandet ist. Das Publikum muss sich um Gnade bitten, ob dieser verunglückten Besprechung der Kategorie 90. Also, wir vergessen das Ganze. Hier alles, jetzt bräuchte ich nur... Moment, ich entschuldige mich einen Moment lang, hab da eine gute Idee, das wird jetzt zwar ein wenig dauern, aber das war es jetzt nicht.
den hier machen wir und dann machen wir den hier und dann machen wir hier normal. Und das heißt, der wird gelöscht, dann wird der hier normal. So, und schon ist das Ganze weg. Jetzt muss ich wieder zurück. Zuerst abklicken und dann muss ich wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Zurück und hier den Status auf Differenz setzen und schon ist die ganze Chose wieder so, wie wir das haben wollen. Es geht weiter mit der Nummer 91. Nochmal aus dem Lager der Marxisten. Entäußerung bedeutet das gleiche wie Dingheit oder Gegenständlichkeit, den wollte ich auch nicht drin haben. Ja gut, könnten wir jetzt mit Entsubjektivierung das vergleichen. Entsubjektivierung bedeutet das gleiche wie Dingheit oder Gegenständlichkeit. Aber das wäre es dann auch schon. Der Gang der Dinge geht weiter auf 194. Der Irrtum unangebrachter Gegenständlichkeit. Ja, also wenn soll jetzt eigentlich die objektivistischen an sich Aussagen unterstützen, dass da dann es einen Irrtum unangebrachter Gegenständlichkeit gibt. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist der, dass Gegenständlichkeit einfach zweckbedingt ist. Und bei unangebrachter Gegenständlichkeit, da könnte man jetzt noch zugute halten, dass das angebracht so gut wie gebracht, getan, da irgendeine Aktivität, irgendein Wollen noch mit reinrechnen. Aber wie gesagt, der Punkt ist eigentlich der, dass bei dieser Gegenstandsbildung eine Intention eines Subjekts mit am Start ist und das ist eigentlich die entscheidende Angelegenheit. Die macht jetzt alles was hier an bestehenden Institutionen sind, die sind alle gemacht und die sind alle mit einem bestimmten Interesse gemacht. Und da könnte man da zwar jetzt mit etwas Optimismus und Idealismus dann zugute halten, dass die, sage ich jetzt mal, Rechtsinstitutionen in gutem Glauben geschaffen wurden, aber da das Ganze eben nicht auf Interessen geprüft wurde und ordentlich auf Interessenbeteiligung der einzelnen Rechtssätze oder Paragraphen, ist das trotzdem alles fragwürdig und müsste eigentlich und sollte eigentlich. Und wenn jemand mal auf die Idee kommt, die einigermaßen ziemlich offenbaren Widersprüche in der Rechtsprechung, in den Grundvoraussetzungen und dem, wie das dann in der Praxis ausschaut, analysieren wollte, ist gerade in Bezug auf Interessen, die für selbstverständlich gehalten
wurden oder einfach als Tatsachen übernommen worden sind. Gerade was jetzt die verschiedenen Definitionen der Rechtsbegriffe betrifft. Ich erwähne nur den Eigentumsbegriff. Das ist einfach im Grunde genommen vollkommen willkürlich, beziehungsweise die Voraussetzungen, die zu diesem Eigentumsbegriff geführt haben oder auch zum Freiheitsbegriff, spielt gar keine Rolle. Die sind alle untersuchungswürdig. Gut, so viel dazu. Die nächste Nummer heißt 222. Kommt wieder von einem Marxisten, der den Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild untersucht hat. Franz Borkenau, ein oft zitiertes Werk. Und da steht auf der Seite 424, diese bürgerliche Verdinglichung besteht darin, dass die von den Menschen selbst gemachten gesellschaftlichen Prozesse ihnen als unabhängig von ihnen verlaufende Bewegungen von Dingen erscheinen, die durch diesen inhärente Eigenschaften bedingt werden. Das muss ich jetzt nochmal lesen, ob da nicht ein Satzfehler drin ist. Die bürgerliche Verdinglichung besteht darin, dass die von den Menschen selbst gemachten gesellschaftlichen Prozesse ihnen, den Menschen, als unabhängig von ihnen, den Menschen, verlaufende Bewegungen von Dingen erscheinen, die durch diesen inhärente Eigenschaften bedingt werden. Also von Menschen gemachte gesellschaftliche Prozesse erscheinen so, als wären sie von den Menschen, die sie gemacht haben, als unabhängig davon. Und das ist genau das, was ich eben angesprochen habe, dass eben die Interessen hier nicht zur Sprache kommen, beziehungsweise ganz speziell untersucht werden müssen, was nämlich diese Menschen, die diese gesellschaftlichen Prozesse machen, sozusagen die Macht ausüben, was die Rechtfertigung dieser Macht ist. Aber weil eben diese Machtprozesse, sage ich jetzt mal, so erscheinen, als wären sie den Dingen inhärente Eigenschaften, also sozusagen ein natürliches Geschehen, deshalb kommt es gar nicht in Frage, dass da eben jemand bestimmte Interessen hat, dass sich zum Beispiel eine Rechtsordnung, in der das, es gibt da ein Standardwerk von Montesquieu, der Geist der Gesetze, und da heißt es, das Eigentum ist der Geist der Gesetze. Also, weswegen über die Jahrhunderte, muss man sagen, das Eigentum immer Geist der Gesetze war und auch bis auf den heutigen Tag ist. Und jetzt nicht nur das Eigentum in Form jetzt irgendwelcher materieller Finanzen, sondern eben auch das Eigentum an der eigenen Person oder das Eigentum am körperlicher Unversehrtheit, alle möglichen, der Eigentumsbegriff, der ist ziemlich umfangreich. Ja, und weil das eben als so
etwas, das sich im Grunde genommen von selber ergibt, was weiß ich, von dem Wesen des Menschen entsprechend, so sind meistens die Parolen, um da irgendwas zu rechtfertigen, immer mit so absolutistischen Feststellungen, die in keinster Weise relativiert sind. Da heißt es nicht, da heißt immer ja, zum Wohl der Bevölkerung, aber Bevölkerung ist nicht gleich Bevölkerung. Da müssten einfach das Allgemeininteresse. Okay, das ist jetzt wieder ein anderes Thema für diese Untersuchung hier, Erkenntnistheorie, da reicht es, der Hinweis, was da alles im Argen ist und was das auch hier mit dem Objektivitätsbegriff zu tun hat. Der nächste Zeuge im Sinne der Anklage ist ein gewisser Herbert Marcuse, ein Streiter für die kritische Theorie. Nein, ich korrigiere mich, es wird Strasser und Traube schreiben in ihrem Werk Die Zukunft des Fortschritts. Herbert Marcuse spricht von der Herrschaft als Abhängigkeit von der objektiven Ordnung der Dinge. Das wäre jetzt wieder da, das muss ich jetzt gleich wieder groß markieren. Es ist eine Form der Herrschaft, diese Abhängigkeit von der objektiven Ordnung der Dinge. Und was die Ordnung der Dinge betrifft, da ist auch ein gewisser Michel Foucault schon groß tätig gewesen. Und von dem stammt auch der Spruch von der Regierbarmachung der Bevölkerung. Und der trifft jetzt hier wie die Faust aufs Auge. Da muss ich jetzt nicht mehr das großartig ausführen. Das bleibt jedem überlassen, das selber zu beurteilen, inwieweit eben Objektivität eine Herrschaftsform darstellt. Wir kommen zum nächsten Punkt, ein etwas größerer. Absatz, ja, genau. Und der ist auch nicht ohne Grund so groß, weil es da jede Menge wichtiger Erkenntnisse gibt, sage ich mal. Stammt vom Altvater der Kritik, Friedrich dem Nietzsche. Aus einem Buch für freie Geister, Menschliches, Allzumenschliches. Und dort heißt es, und zwar geht dieser Absatz, dieser Aphorismus, muss ich wohl sagen, über die Zahl. Ich werde das Ganze nicht zuerst einmal im Ganzen sondern meine Kommentare, dann ist ja auch ersichtlich, wenn ich vom Text abweiche, meine Kommentare dann an der entsprechenden Stelle einflechten. Also die Zahl. Die Erfindung der Gesetze der Zahlen ist aufgrund des ursprünglich schon herrschenden Irrtums gemacht, dass es mehrere gleiche Dinge gibt. Aber tatsächlich, muss das heißen, gibt es nichts Gleiches. Ah, das könnte ich als Editorial für den Gleichsatzkanal verwenden. Ja,
wundert mich, dass ich das noch nicht ausgeschlachtet habe, aber das passiert. Gut, gibt es nichts Gleiches, zumindest, dass es Dinge gibt, aber es gibt kein Ding. Die Annahme der Vielheit setzt schon voraus, das wollte ich jetzt nicht, setzt schon voraus, dass es etwas gibt, was vielfach vorkommt. Aber gerade hier schon waltet der Irrtum. Schon da fingieren wir Wesen, Einheiten, die es nicht gibt. Der aufmerksame Zuhörer wird jetzt schon feststellen, dass damit sehr viel beschrieben ist, was in vorhergehenden Folgen zur Sprache kam. Und ich bin jetzt schon fast versucht, es dabei zu belassen. Aber wir sehen mal weiter. Aber gerade hier schon waltet der Irrtum, schon da fingieren wir Wesen, Einheiten, die es nicht gibt. Unsere Empfindungen von Raum und Zeit sind falsch, denn sie führen konsequent geprüft auf logische Widersprüche. Bei allen wissenschaftlichen Feststellungen rechnen wir unvermeidlich immer mit einigen falschen Größen, aber weil diese Größen wenigstens konstant sind, wie zum Beispiel unsere Zeit- und Raumempfindung, so bekommen die Resultate der Wissenschaft doch eine vollkommene Strenge und Sicherheit in ihrem Zusammenhang miteinander. Man kann auf ihnen fortbauen bis an jenes letzte Ende, wo die irrtümliche Grundannahme jene konstanten Fehler in Widerspruch mit den Resultaten treten, zum Beispiel in der Atomlehre. Da fühlen wir uns immer noch zur Annahme eines Dings oder stofflichen Substrats, das bewegt wird, gezwungen, während die ganze wissenschaftliche Prozedur aber die Aufgabe verfolgt hat, alles dingartige Stoffliche in Bewegungen aufzulisten. Wir scheiden auch hier noch mit unserer Empfindung Bewegendes und Bewegtes und kommen aus diesem Zirkel nicht heraus, weil der Glaube an Dinge mit unserem Wesen von alters her verknotet ist. Der Glaube an Dinge mit unserem Wesen von alters her verknotet, also das ist das, was ich als natürlichen oder naiven Realismus angesprochen habe, dieser Glaube an Dinge. Wenn Kant sagt, der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor, so ist dies in Hinsicht auf den Begriff der Natur völlig wahr, welchen wir genötigt sind, mit ihr zu verbinden, welche aber die Aufsummierung einer Menge von Irrtümern des Verstandes ist. Auf eine Welt, welche nicht unsere Vorstellung ist, sind die Gesetze der Zahlen gänzlich unanwendbar. Diese gelten allein in der Menschenwelt. Eine Welt, welche nicht unsere Vorstellung ist. Erinnert mich an Schopenhauer mit seiner Welt als Wille und Vorstellung. Das ist eben die Frage, ob die Welt viel mehr Vorstellung ist als eben real. Und mit den Gesetzen der Zahlen, mit den Zahlen konfrontieren wir im Grunde genommen dasselbe Problem wie mit den Wörtern. Die Zahlen sind Einheiten auf eine ideelle Einheit, muss ich dazu sagen. Das ist ein oft gegebenes Beispiel, wenn jetzt
drei Dinge auf einem Tisch liegen, dann ist jetzt die Zahl 3, die ist da hier nirgends vorhanden. Die lässt sich nicht mit keinem Fernglas und mit keinen Sinnen lässt sich diese Zahl 3 irgendwie wahrnehmen. Und die ist einfach eine Vorstellung. Und wenn jetzt jemand meint, er müsste beweisen, dass hier 3 Dinge auf dem Tisch liegen, dann ist das vielmehr ein Rekurs auf Sprach- und Denkgewohnheiten, weil man eben annimmt, man könnte von allgemein anerkannten Voraussetzungen ausgehen. Eben schon mit der Identifikation eines Wortes, Begriffs mit dem Ding. Jetzt ist auch der Maßstab auch eine Angelegenheit. Nehmen wir jetzt an, der Maßstab ließe sich nur um einiges vergrößern, dann könnte unter Umständen schon ein Brotkrümel noch auf diesem Tisch liegen. Und dann wäre die Frage, ob es sich dabei eben auch um Dinge handelt, und dann wäre diese Aussage jetzt schon, träfe nicht mehr zu. Aber auf das wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich habe doch wieder erwarten, die ganze Nummer vorgelesen, und jetzt sollte ich vielleicht noch einmal also die Frage, inwieweit es mehrere gleiche Dinge gibt, ist abhängig davon, was ich als gleich definiere. Wenn in diese Gleichheit eine räumliche und zeitliche Identität mit einkalkuliert wird, dann kann es keine gleichen Dinge geben, weil kein Ding zur selben Zeit am selben Ort zweifach sein kann. Das wäre ein logischer Widerspruch. Es braucht also eine Form der Ähnlichkeit. Diese Faktoren müssen schon mal ausgeschaltet werden. Und in der Regel ist es einfach so, dass alles, was einem gleichermaßen einem Zweck dient, ist gleich, und es spielen einfach Unterschiede keine Rolle. Nehmen wir jetzt EU-Verordnungen, eignen sich da gut, da gibt es Vorschriften, wie groß die berühmte Gurke sein muss, oder irgendwelche Äpfel irgendeiner Klasse, und alles, was eben größer ist oder kleiner ist, fällt durchs Raster. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Dinge, die nicht durchs Raster fallen, jetzt alle gleich wären im Sinne einer anderen Definition dieser Gleichheit, eben auch an Farbe, an der Anzahl der Rotpigmente und so weiter. Also es gibt keine objektive Gleichheit in dem Sinn, und deswegen, allein deswegen sind auch ist es, lässt sich übertragen, wenn jetzt irgendwelche Wirklichkeiten irgendetwas gleich sein soll, dass etwas real ist, über einen speziellen Moment und einen speziellen Zeitpunkt hinaus,
eine allgemeine Gültigkeit haben sollte, dann ist es auf logischem Weg völlig unmöglich. Da braucht es eben irgendwelche Relativierungen, Zweck, Nutzen, Faktoren, unter denen ist dann eben etwas als gleich angesehen werden kann, weil es eben diesen oder jenen Zweck erfüllt, oder als nicht gleich, weil dieser Zweck nicht erfüllt wird. Jetzt gibt es wieder einen Rumsbums. Wie schaut es aus mit... Ich muss Schluss machen, aber es gibt nochmal Product Placement. Ich will nur mal sehen, ob man das, ob man hier das lesen kann. Und zwar den Verwandtschaftskanal Ultima Ratio 101 kann ich jetzt hier nur erwähnen. Es ist immer in Abspann, ist es schon gezeichnet, aber jetzt soll ich mal in der Folge Nummer 17 will ich das jetzt hier live erwähnen. Ich denke mal, wir können das mit dem Nietzsche hier können wir abschließen. Im Großen und Ganzen ist es ein Zeuge im Sinne der Anklage gegen die Erschleichung allgemeiner Gültigkeit. Ja, wer nochmal will, kann sich das nehmen. Der Link ist in der Beschreibung nochmal auf gleichsatz.de anschauen. Und für alle anderen geht es das nächste Mal in der Folge 18 weiter mit der Nummer 12. Das muss ja hier wohl ein Irrtum sein. Und der nächste Punkt ist gar nicht benummert. Naja, also, genug geplaudert. Peace und out.